Yeah, Leute, es geht weiter hier bei Outlast. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt gleich mal diesen Part als nächstes auf, weil wir ja relativ weit gekommen sind. Oder zumindest schon einigermaßen gut vorangekommen sind. Aber trotzdem haben wir noch drei Batterien. Ja, ich muss die Maske nochmal eben runterziehen, damit ich hier besser sehe. Jo. Und ich hoffe, die Kameraeinstellung passt euch soweit. Aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben. Ihr seht auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ach du Scheiße, Leute, ich scheiß mich jetzt schon wieder an. Moment, ich werde jetzt mal die Kamera eben. Ja, das passt schon so. Ja, wie gesagt, ich nehme nicht mit einer Webcam auf, sondern mit meinem Camcorder, mit dem ich ja auch mehr oder weniger meine Unboxings und so aufnehme. Das wisst ihr hoffentlich. So, ja, die Maske rutscht die ganze Zeit runter. Kommt das von Kommentieren oder was? Da liegt auch einer. Nein, da liegen Gegenstände sind das. Okay, wir sind eindeutig im Wasser. Ja, da wirst du wenigstens gewaschen, Malz. Lauter Angstschweiß. Da liegt auch wieder eine Batterie, oder? Jawohl, brauchen wir immer. Trotzdem wäre es nicht schlecht, wenn ich wüsste, wo wir hier weiterkommen. Kann ich hier tauchen? Nee, kann ich nicht. Und unser Malz zittert, entweder weil das Wasser so kalt ist oder weil er wirklich Schiss hat, genauso wie ich. Ja, ich weiß, dass das Licht gleich vorbei ist. Kann ich da rauf? Schauen wir mal. Jawohl. Okay. Ja, die Maske rutscht die ganze Zeit runter. Verdammte Scheiße. Oh Mann, da liegt auch wieder einer. Oder hängt besser gesagt. Gut, da gehen wir gleich mal rauf. Auch wenn das unser Tod ist. Ich glaube sowieso irgendwie nicht, dass wir aus diesem ganzen Spiel lebendig rauskommen. Und hier hört man Miles Schritte wieder voll. Ja, das mit der Maske ist lästig, die werde ich nachher ein bisschen abwischen, weil mein Angstschweiß hier ein bisschen da ist. Jetzt rutscht die Maske logischerweise. Ob es wirklich das ist, frag mich nicht. Boah. Oh Mann, jedes Mal, wenn der aufplatscht, tut das weh. Gänsehaut-Feeling pur. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Und das Summen bringt uns hier gar nichts. Und er schwimmt ja auch so lang. Also ich meine, okay, im Wasser kann man sich einfach nicht schnell bewegen, das ist mir klar. Boah. Aber trotzdem ist es hier scheiß beängstigend. Gut, da gehen wir mal hier entlang. Und ich hoffe, das ist kein Fehler. Speichert schon wieder. Also wenn es speichert, dann ist es meistens eher ein schlechtes Zeichen. Da! Ja, hört ihr ihn auch? Ach du Kacke. Das ist wieder dieser scheiß Militärriese. Oh fuck, Leute. Ach, ich kann da gar nicht mehr weg. Okay. Ja, hilft ja nichts, Leute. Wir müssen hier entlang. Und ich hoffe, dass er eine andere Richtung einschlägt, als wir sie gehen. Ja, sorry, wenn mein Kommentarstil jetzt momentan ein bisschen labbrig ist. Aber ihr müsst aber bedenken, das macht das Spiel. Das Spiel erlaubt es mir momentan nicht, besser zu sprechen. Ja, das Licht wird relativ rar. Oh Mann, jetzt sehen wir gar nichts mehr. Und ich dachte schon, jetzt würde er direkt vor mir stehen, dieser fette Penner. Ja, ich habe nichts gegen Dicke. Nochmal zum Mitschreiben. Ich habe wirklich nichts gegen Dicke. Aber wenn mich einer angreift, ist das, glaube ich, eine andere
Situation. Trotzdem glaube ich, dass wir dahin müssen. Und ich hoffe nicht, dass der da jetzt steht. Weil sonst sind wir gebumst. Und ich entschuldige mich nochmal für meine Wortwahl. Aber ich glaube, dass das bei diesem Spiel sogar angemessen ist. What the fuck? Das ist ja gar nichts. Wo ist der Wichser? Da ist er. Kommst du eh nicht in meine Richtung, du Arsch? Ja, ich bewege mich ganz, ganz seicht. Zum Teufel soll ich hier weiterkommen? Ja, ich weiß, die Maske behindert mich gerade ein wenig, aber ich will die beibehalten, weil es momentan einfach so gut dazu passt. Ja, und wie komme ich hier bitte weiter? Sagt mir das mal jemand? Da ist er. Sieht er mich? Nee, er sieht mich gar nicht, Leute. Geil. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Ja, meine Nase spitzt voll. Muss ich da rauf? Nee, bringt mir nichts. Nee, da oben bringt's mir nichts. Aber ich kann trotzdem da rauf. Ja, ich muss die Batterien wieder. Und jetzt habe ich nur noch eine. Da. Sind das Müllsäcke oder was? Ja, ich irre hier herum und kenne mich gar nicht mehr aus, Leute, was ich überhaupt machen soll. Oder bin ich jetzt falsch? Ne, ich bin schon richtig. Ach so, ich kann mich hier stellenweise ein bisschen schneller bewegen. Aber das zieht diesen Penner wahrscheinlich wieder an. Weil ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wo der jetzt ist. Er hört uns nämlich komischerweise nicht. Nee, da kommen wir nicht durch. Verdammter Fuck. Irgendwo hier müsste es doch eine Tür geben. Ich irre hier schon umher wie so ein besoffener Penner, ey. Oh, ich hasse es, wenn ich irgendwo hängen bleibe. Ja, wir haben schon wieder fast 10 Minuten. Und ich will ja nicht den restlichen Part auch noch. Ja, da sind wir ja gekommen, oder? Ja, er ist ganz nah. Ich höre es, Leute. Und mein Herz schlägt genauso hoch wie das von Miles. Schätze ich mal. Okay, das bringt uns nichts. Ja, ich renne jetzt nicht schon wieder die ganze Zeit im Kreis. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Ja, wir haben nur noch eine Batterie. Super. Nee, das ist... Boah. Das kotzt mich jetzt etwas an, Leute. Ah. Das Ventil können wir nicht benutzen. Ja, ich weiß, dass die Batterie jetzt aus ist.
wäre es jetzt zumindest flüchtig noch was. Und wie soll ich da raufkommen? Ja, okay, wir müssen die letzte reintun. Scheiße. Und was passiert, wenn wir keine mehr haben? Dann sind wir zum Sterben verurteilt, oder wie? Ja, hier war ich doch schon. In dieser Scheißecke hier. Das bringt mir doch alles nichts. Kann ich ja vielleicht... Optionen... Nee, das brauche ich jetzt nicht. Naja, speichern und beenden brauche ich auch nicht. Weil ich halt keine Ahnung habe, wo ich hin muss, Leute. Hier ist auch nirgendwo... Ich werde mich ja wohl kaum da hochhangeln können, oder? Ach doch, dort, oder? Da! Jawoll! Boah, Leute! Leckt mich doch, du scheiß Freak! Ey. Nein! Nicht nach unten! Bist du denn irre geworden? Ja, ich habe mich jetzt verdrückt, Leute. Scheiße, ey. Ja, wenigstens kommt er mir nicht nach. Hey, Kumpel. Was ist los mit dir? Bist du genauso geschockt wie ich? Ja, das glaube ich ihm aufs Wort, dass er geschockt ist. Auch wenn er jetzt nichts darauf gesagt hat. Gut, gehen wir mal weiter. Ja, diese scheiß Maske hält nicht wirklich. Was? Da! Ah! What the fuck? Was hat denn der für ein Problem, ey? Wieso will der uns schlagen? Nein, das wollte ich nicht. Was ist mit dem los? Ja, was war mit dem Freak jetzt wieder? Kniet auch wieder einer. Ach du Scheiße, das ist der, oder? Ja, den gehe ich lieber aus dem Weg. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, den zu treffen. Lol, lol, lol. Sag bloß, ich muss an dem vorbei. Ja, wie es aussieht, muss ich an dem vorbei, Leute. Und ich scheiße mir jetzt schon wieder einen runter. Aber er hat mich nicht gesehen. Gott sei Dank. Hängt wahrscheinlich mit unserem Schwierigkeitsgrad zusammen. Sonst hätte der uns sicher gesehen. Okay, er speichert schon wieder. Ich bin aber wirklich gespannt, ob das Spiel wirklich so kurz ist, wie alle behaupten, weil ich habe gehört, dass das Spiel ja bloß ein paar Stunden dauert. Aber ich hätte nichts zu kriegen, wenn es bald vorbei ist, weil es reicht mir jetzt schon. Bah. Da ist auch einer. Keine Batterien. Ich brauche Batterien, Leute. Ja, die scheiß Maske verrutscht die ganze Zeit. Sorry. Wo ist der jetzt hingelaufen, dieser Freak? Oh mein Gott. Es reicht mir schon wieder, wenn ich diese Schreie höre, Leute. Jetzt mal ohne Scheiß. Geht vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Ach du Fuck, ey. Und es speichert wieder. Was ist denn da drinnen? Da! Heilige Scheiße! Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Ja, Miles, warum fragst du mich? Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Natürlich geht's nicht auf. Da will ich auch gar nicht durch, ehrlich gesagt. Also, wir müssen nach oben. Und ich weiß, dass Rennen hier wahrscheinlich der falsche Weg ist. Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Ja, wenn es weiter nichts ist, hört sich wahrscheinlich leichter an als gesagt.
Ach so, da kommen wir nicht weiter. Gut, dann schieben wir das Teil mal weg. Okay, da bist du wieder. Aha, das ist ja schon wieder einer. Ja, leck mich. Er hatte keine Arme mehr. Hey, Kumpel. Kumpel? Das ist doch der eine. Was ist mit der Kamera hier los? Lol. Okay. Ja, ich weiß, wir müssen mit der Kamera sparen, aber ich sehe nichts. Och du Scheiße, was liegt denn hier alles rum? Keine Batterien. Okay. Je weiter ich fliegen möchte, desto tiefer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine T-Gruppe. gegen eine T-Grube. In diesem Keller, Mann, ich verließ mich heute die ganze Zeit, sorry. In diesem Keller wurden Leute gefoltert mit Methode. An der Wand steht geschrieben, Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Die Folter wird von jemandem angeleitet. Er gibt Anweisungen. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt, Miles. Wenn du das jetzt mitkriegst, dann kann ich dir nicht helfen, mein Freund. Da. Muss ich jetzt hier hin? Es hieß ja, wir müssen ins Obergeschoss. Ist zu. Na toll. Es würde mich nicht überraschen, wenn uns hinter uns jemand mal angreifen würde. Ja, die Maske geht mir ein bisschen auf den Sack. What? Ach, der kann gar nicht rein, weil da was davor steht. Hey, Kumpel! Und ich wette, wir müssen ausgerechnet dieses Scheißteil wegtun, oder? Eine Batterie! Jawoll! Nee, wir müssen das jetzt aber nicht wegschieben, oder? Ja, ich hab's mir gedacht, Leute. Ja, aber es wird wahrscheinlich gleich was passieren. Schätze ich jetzt einfach mal. Oh, da hat doch gerade jemand gehämmert. Oder nicht? Lol, der ist einfach weg. Nee, ich krieg da jetzt nicht rein. Ich schaue mich zuerst einmal hier um. Ist zu. Verdammte Scheiße. Ist auch zu. Ja, war ja klar, dass wir hier nirgends hinkommen. Da müssen wir da wohl runter. Scheiß drauf. Okay. What the fuck? Was ist denn hier los? Ja, ich weiß, ich sitze schon wieder viel zu weit weg vor der Kamera. Jawohl. Eine Batterie. Jetzt haben wir wieder zwei. Oh Mann, was liegt denn da? Wieder Eingeweide? Ja, ich kann es zwar nicht. Ich kann es nur ein Bein erkennen, aber. Darf nicht schlafen. Wernicke wartet dort auf mich. Okay. Wer ist Wernicke? Auch wieder ein Haufen Beine. Ach du Scheiße. Oh Mann, was haben sie mit dir gemacht? Fleisch und Haut komplett abgerissen. Wieder eine Akte. Okay. Krankenbericht von Rick Trager. Dieser Patient hat es leider nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch, okay? Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Wallrider wegschneiden.
Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass es ein Mensch, dass ein Mensch ohne Niere nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Oh Mann, das muss ein kranker Wichser sein. Aber Leute, wir haben eh schon wieder über 20 Minuten, deswegen würde ich sagen, eine perfekte Stelle zum Speichern. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Kommentar und ein Like freuen oder zumindest über eines der beiden. Und wir sehen uns dann hoffentlich, wenn es gleich wieder weitergeht, bei Outlast. Bis dahin, macht's gut, Leute.